Hallo liebe Radelfreaks, was haltet ihr davon? Einfach nochmal ein kleines Mäh-Video, bisschen coole Musik, bisschen genießen. Ein herrlicher Herbsttag heute, der 4. Oktober. Es hat ja jetzt zwei, drei Tage echt viel geregnet. Und heute wieder Sonne, heute wieder richtig schön. Das Fairway habe ich schon heute Morgen gemäht. Guckt es euch an, echt mega cool. Mega cool, weil ich von einem ziemlich schlauen Kollegen gesagt bekommen habe, Mensch Andreas, ne, hier Pilzdruck, Feuchtigkeit, warum mähst du nicht morgens und nimmst damit nicht nur den Tau weg, sondern drückst auch das Wasser gleich in den Boden rein. Das macht er wohl auch. Die Konsequenz ist, ich kann da mal ein Bild einblenden, eine total versaute Maschine, ein total versauter Rasenmäher. Aber was soll's, ich hab's gemacht, das sieht richtig gut aus. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Yeah! Also die Fläche ist noch nicht wirklich dicht. Hat noch einige Lücken, aber sie kommt. Sie kommt tatsächlich ganz gut. Hier sind noch ein paar Eicheln. Die müssen runter. Die haken wir tatsächlich immer regelmäßig runter, die Eicheln. Die springen dann leider von der Eiche hier drauf. Er hat noch Lücken. Es ist ja auch eine reine Festuka und die Festuka ist eine kleine Diva. Die muss man schon ganz zart, ganz liebevoll behandeln. Okay, sieht gut aus, dann starten wir mal durch. Wir mähen, also ich mähe auf der zweituntersten Stufe, also ruhig ein bisschen tiefer gleich und dann geht's ab. Thank you.
Ja, liebe Rahmenfreaks, ich denke, das war's mit dem Video. Nochmal so ein kleines, schönes Mähvideo mit meinem neuen Stiel. Rasenmäher. Könnt ihr nochmal gucken, wenn ihr wollt. Also, boah, hat echt seine Vorzüge. Machen wir nochmal irgendwann später. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bleibt dran. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ach ja.